der Schreinerei Adams absolviert Frithjof Otto seine betriebliche Ausbildung als Schreiner. Dort fertigt er neben individuellen Möbelstücken für den gesamten Wohnbereich unter anderem Türen, Tore, Fenster und Außenverkleidungen. Er wird Holztreppen bauen, Laminat- und Fertigparkett verlegen und Innenausbau sowie Trockenbauarbeiten ausführen. Vorher eine Uhrzeige ein. Die Uhrzeige stellst du jetzt her. Multiplex, schneidest du hier die Button. Schreinermeister Rainer Adams weiß ganz genau, was der perfekte Lehrling mitbringen sollte. Also welche Voraussetzungen man erfüllen muss, ist eigentlich schnell zusammengefasst. Ich denke erst einmal, die schulischen Voraussetzungen müssen passen. Vom Hauptschulabschluss bis über die Realschule, Gymnasium ist in unserem Handwerk alles vertreten. Die Fächer Mathematik stehen im Vordergrund, aber nicht hohe Mathematik, sondern eher so Flächenberechnung, Kreisberechnung, Korpusberechnungen, Kubikmeter, also die Grundrechenarten, die sollten beherrscht werden. Was daneben kommt, ist aber auch persönliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel kreatives Denken, Vorstellungsvermögen. Wir produzieren ja, sind ja ein produzierendes Gewerbe, stellen immer wieder andere Dinge her. Und man sollte eigentlich beim Beginn der Arbeit schon wissen, wie das fertige Produkt am Ende aussieht. Das macht einem die Arbeit wesentlich leichter und man versteht auch schnell, was der Kunde für einen Wunsch äußert. Auch in Frithjofs Ausbildungsstätte sind die Uhren nicht stehen geblieben. Obwohl auf Handarbeit noch immer großen Wert gelegt wird, ersetzen mittlerweile vollautomatische, computergesteuerte Maschinen die Fertigstellung verschiedenster Produkte. Die Kombination aus Handwerk und Technik war auch für Frithjof entscheidend bei der Berufswahl. Also mit 10 stand für mich schon relativ fest, was ich so in die Richtung machen will. Also ob ich mit Holz oder mit anderen Werkstoffen arbeiten will. Auf jeden Fall handwerklich, das stand für mich fest. Und dann habe ich einmal ein Praktikum in der Schreinerei Unikat gemacht, 2 Wochen lang. Dann habe ich ein Praktikum in der Glaserei gemacht, das hat mir nicht so gefallen. Dann stand für mich fest, dann machst du eine Ausbildung als Tischler. Das wusste ich halt schon relativ lange, dass es auf jeden Fall mit Holz sein muss. Und dann habe ich mich hier beworben. Darüber bin ich halt durch ein Praktikum gekommen. 3 Tage lang habe ich das hier gemacht und dann habe ich die Bewerbung hier eingereicht und habe dann die Einstellungstests mitgemacht, Vorstellungsgespräch mitgemacht. Und das Arbeiten mit Holz macht mir besonders viel Spaß und dass man halt auch sieht, dass man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat. Also dass da was steht, das habe ich heute gemacht. Und dass dann nicht irgendwie wie im Büro, dass man da einfach nur Papierkram macht und gar nicht sieht, dass man den Tag überhaupt was geschafft hat. Aber nun mal Hand aufs Herz. Wie viel verdient man denn so als Schreiner? Die Auszubildenden bekommen im ersten Lehrjahr eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 430 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 460 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 560 Euro. Als fertig ausgelernter Geselle verdient man in der Stunde zwischen 13 und 15 Euro die Stunde. So kommt ein Nettogehalt je nach Steuerklasse, ich schätze mal zwischen 1500 und 1800 Euro zustande. Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld wurde in den letzten Jahren umgelegt auf den monatlichen Verdienst. Es gibt also keine Sonderzahlungen mehr. Gute Aussichten also für alle diejenigen, die sich für einen technisch kreativen Beruf, wie der des Schreiners einer ist, interessieren. Ja, also morgens komme ich halt hier hin und dann wird erstmal eingeteilt, wo ich mitfahre, beziehungsweise bei welchem Kollegen ich mitfahre. Und ja, bisher fahre ich meistens auf irgendeine Baustelle und ja, dann arbeiten wir da halt die Sachen, die gemacht werden müssen. Und dann nachmittags, wenn wir dort fertig sind, fahren wir wieder zurück in die Werkstatt und dann kehren wir hier die Werkstatt durch mit den anderen Lehrlingen zusammen, machen die Maschinen ein bisschen sauber und ja. Dabei sind die Einsatzbereiche genauso vielfältig wie die Tätigkeitsfelder. Und nach der Ausbildung muss es noch lange nicht vorbei sein. So kann man sich in verschiedenen Bereichen weiterbilden lassen und sogar ein Studium beginnen. Das Schreinerhandwerk ist ja ein sehr beliebtes Handwerk, was immer im Trend liegt. Wir haben im Moment in unserer Innung über 45 bzw. 50 Auszubildende im ersten Lehrjahr. Das ist, denke ich, ein gutes Maß. Der Beruf ist, wie gesagt, eben schon kreativ. Er macht vielen, vielen Spaß.
Und ich denke, die Aussichten in der Zukunft sind nicht die schlechtesten. Facharbeitermangel ist klar dem demografischen Wandel geschuldet. Wir bilden daher immer für unseren eigenen Betriebbedarf aus. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Auszubildenden in den anschließenden Arbeitsablauf übernommen, sodass also die Chancen, im Handwerk zu bleiben, relativ hoch sind. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nachher weiterzubilden, ob Meisterprüfung, ob selbstständig machen, ob Ingenieurstudium oder viele machen auch ein Innenarchitekturstudium. Also hier sind die Möglichkeiten vielfältig, die man anschließend mit der Ausbildung des Tischlerhandwerks oder des Schreinerhandwerks, wie es regional bezogen unterschiedlich genannt wird, ausüben kann. Frithjof Otto wagt einen Blick in die Zukunft. Also momentan steht für mich fest, dass ich einen Meister machen möchte. Und danach weiß ich noch nicht so weit, was ich machen möchte. Also Meister auf jeden Fall und danach mal schauen. Wenn Sie sich für den Beruf des Schreiners interessieren, dann können Sie sich unter www.das-handwerk.de informieren.